Noch kurz für den Anfang, ich habe in dem Video einen Nickname so komplett falsch ausgesprochen, ja, da merkt man, wie gut Englisch ich kann. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Antwortvideo. Ich habe ja gestern ein Video hochgeladen, wo ihr mir Fragen stellen konntet und die werde ich jetzt heute in diesem Video beantworten. So, und da legen wir schon mit der ersten Frage los und zwar von Tukikai Droll. Oh Gott, der Name. Egal. Wenn du eine Zeitmaschine hättest, wo würdest du als erstes hinreisen? Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, wo würde ich hinreisen? Ich denke mal echt in die Zukunft. Zeitmaschine heißt ja nicht nur, dass man in die Vergangenheit reisen muss, oder? Also ich denke schon echt in die Zukunft. Ich denke so, ja, 3020 wahrscheinlich. Und einmal gucken, reingucken, was da so abgeht. Wäre schon witzig, irgendwie mit der Technologie, vielleicht die es bis dahin gibt. Und da geht es auch schon weiter mit der zweiten Frage von Mirko Kruck. Meine Fresse, alle, ihr habt Namen. Würdest du auch ältere Spiele, zum Beispiel COD, MW3 oder Titanfall auf deinem Channel bringen oder würdest du eher in Richtung neue Spiele gehen? Nö, es muss ja nicht immer nur die neuesten sein. Klar, neuere Spiele wie jetzt zum Beispiel Battlefield 1 werde ich auf jeden Fall spielen. Und Call of Duty weiß ich nicht wirklich, weil das ist nicht so irgendwie mittlerweile. Aber klar würde ich auch mal Titanfall zocken. MW3 weiß ich nicht, das ist ein bisschen verhackt mittlerweile. Aber ja, ich denke schon, dass ich so auch mal ältere Spiele spielen werde. Ja. Und die dritte Frage von Dennis Aslan. Wie alt bist du? Ich bin 19, werde am 3. August 20. Die vierte Frage ist von Keldeo7903LP. Was ist dein Lieblingsanime? Mein liebster Anime? Blood Sea wahrscheinlich momentan. Und Elfenlied. Die sind schon geile Animes, ja. Oder Deadman Wonderland ist auch richtig cool. Die fünfte Frage ist von Hewix Adonis and More. Hast du Geschwister? Wenn ja, wie alt sind diese? Ja, ich habe einen älteren Bruder, der ist jetzt 22. Und ja, ja, ich habe einen Bruder, ja. Die sechste Frage ist von Toro. Ich wette, du liest das. Oder etwa nicht? Gut, Frage war das jetzt keine, aber doch, ja, ich habe es gelesen. Dankeschön. Die siebte Frage von Voyo Mayo. Lieblingsanime und magst du Deadman Wonderland? Ja, ich mag wie gesagt wirklich Animes sehr. Und Deadman Wonderland ist wirklich richtig, richtig cool. Ja. Achte Frage ist von Not Iceburn. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was sind deine Lieblingsgames? Meine Lieblingsfarbe ist eigentlich, ja, so ein helleres Blau, ne? Deswegen auch euch Game. Was sind deine Lieblingsgames? Ja, momentan sind meine Lieblingsgames wirklich, also Counter-Strike, Global Offensive. Dies ist schon ganz cooles Spiel, ja. Aber sonst GTA, ja, COD auch ein bisschen, ne? So, BO2 habe ich gesuchtet früher, BO3 ist jetzt nicht mehr so der Hit. Aber ja, das sind schon meine Lieblingsgames momentan. Die neunte Frage von Toxis Surprise. Wie heißt du auf Xbox Live? Kann man die mit dir spielen? Wirst du auch Spiele spielen wie zum Beispiel Arma 3, DayZ und GTA 5? Arma 3, na, ich weiß nicht, ist cool, aber ob ich das aufnehmen werde, weiß ich nicht. DayZ auf keinen Fall. GTA 5, ja, denke schon, dann aber auf Xbox One auf jeden Fall. Da könnt ihr mich auch adden, wenn ihr wollt, wenn ihr mal mitspielen wollt. Ich lade dann einfach random irgendwelche Leute ein. Ich heiße da eigentlich genauso wie auf meinem YouTube-Kanal IceGame33LP. Und ja, wenn ihr dann mal mitspielen wollt, lade ich euch immer so ein bisschen ein, ne? Die zehnte Frage ist von Official Cell. Hallo Papa. Sorry, ich bin nicht dein Papa, ich bin deine Mutter. Die elfte Frage von C Long LP S. Hast du dir schon Killing Floor 2 angeschaut? Und wenn ja, was hältst du von diesem Spiel? Die Spiele ist schon richtig nice eigentlich. Ich habe sogar, also dank deinem Kommentar bin ich eigentlich auf das Spiel erst gestoßen. Und ich denke echt, ich werde mir das mal kaufen und mal ein bisschen anzocken. Wenn es was ist, dann werde ich es auch hochladen. Die zwölfte Frage ist von Lykon. Wie ist es früher dazu gekommen, dass du ihm so ihm, meint der Kanix wahrscheinlich, viel gespendet hast? Und wie ist deine momentane Meinung über YouTube Deutschland? Wie ist
gekommen ist dazu, dass ich Kanix so ein bisschen Geld gegeben habe. Also von Grund auf war das eigentlich so, dass ich durch Zufall auf seinen YouTube-Kanal gekommen bin, dann bei einem Video dieser Pop-Out rausgekommen ist, wo dann drauf gestanden hat, dass er live ist auf Twitch, wollte ich eigentlich nur mein Headset abziehen. Ich habe es auf die Maus gelegt und es hat auf diesen Pop-Out geklickt. Dann war ich auf seinem Stream. Dann habe ich mir so eine Woche, zwei seine Streams gegönnt und dann habe ich so gedacht, ja, wollte unbedingt eine Facecam, also eine Cam kaufen, dass er sich im Livestream zeigen kann. Und dann er hat 80 Euro gebraucht und dann habe ich ihm gleich 100 gegeben und dann ist es halt immer mal wieder so ein bisschen gekommen, ne? Ja, und was ich momentan über YouTube Deutschland halte, keine Ahnung, ich krieg da zum Glück nicht so viel mit, weil es interessiert mich eigentlich auch vor allem gar nicht, weil es eh so schlimm ist, wenn man mal rumguckt, die Beauty-Tunden sind ja die schlimmsten. Auch sind das aber auch die YouTube Deutschland anführen sozusagen. Leider. Aber so im Grunde interessiert mich das eigentlich gar nicht. Ich guck eh nur zum Beispiel Let's Player, die kleiner sind, weil die sind nicht abgehoben. Und das letzte Kommentar ist von einem Beatbox. Ice Game, danke, dass du Kanix einfach so ein 300-Euro-Tablet geschenkt hast. Bist der Beste. Kanix hat es sich verdient. Und du hast auch was Tolles verdient. Sowas wie Glück, kein Plan. Aber was du getan hast, ist einfach geil. Danke an dich, Herzchen. Ja, dankeschön für dein nettes Kommentar. Und das war's eigentlich auch schon mit dem Video, mit der kleinen Frage-Antwort-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschö. Ah, und danke noch an Emo Mario, dass er mir so schöne Fragen gestellt hat, die ich natürlich alle beantwortet habe, weil ich so gar nicht faul bin. Und denn wenn ich die jetzt alle beantwortet hätte, dann wäre das Video, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Weil es geht noch viel, 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 viel weiter. Aber das nächste Mal vielleicht. Tschüss.